einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns für die Kotflügel vorne vom Defender Bleche gekauft. Und zwar einmal schwarzes Rüffelblech. Die machen wir vorne auf die Kotflügel, damit wir auch, wenn wir das Dachzelt auf dem Träger haben und noch andere Sachen oben auf dem Träger haben, dass wir da drauf treten können und dann besser oben an die Sachen kommen. Und da gucke ich jetzt erstmal, messe ich erstmal aus, wo die Löcher hin müssen, damit wir die festmachen können. Und los. So, ich habe jetzt kurz mal geguckt, wie wir die Bleche am besten festmachen. Da waren Schrauben dabei, aber wir werden es wahrscheinlich festnieten, weil, guten Appetit, weil es hier drunter sehr schwer ist, an alles dran zu kommen. Deswegen bohren wir jetzt vorsichtig gleich die Löcher da rein und machen dann die Nieten da rein. Dann ist es ein bisschen einfacher für uns, das festzumachen. Ich habe jetzt erstmal von dieser kleinen Platte hier Schrauben gelöst. Damit kann ich jetzt gleich probeweise mal das Blech anbringen. Dann ist es in richtiger Position. Dann können wir markieren, wo wir die anderen Löcher bohren müssen. Und dann geht's weiter. Kurzerhand nochmal umentschieden. Wir werden jetzt doch keine Nieten da reinmachen, sondern doch die mitgelieferten Schrauben reinmachen. Wir haben jetzt hier schon den Teil ausgebaut. Jetzt kommt man da unten ganz gut dran und kann das dann besser festschrauben. Wir werden jetzt die Löcher mit einem, wie schimpft sich das Gerät noch, mit einem Körner anmarkern und dann werden wir das bohren und dann hoffentlich nichts anderes kaputt bohren. Die ersten Löcher sind drin, das hat einigermaßen geklappt. Ja. Und jetzt hatte Dominik die Ehre. Seite haben wir jetzt die Löcher in den Kotflügel gemacht. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen sauber machen, polieren und dann kommen die Riffelbleche drauf. Die Flächen haben wir jetzt noch mal schön sauber gemacht und noch mal ordentlich poliert. Das fühlt sich jetzt ganz toll an, auch wenn man das jetzt später nicht mehr sieht. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Wir wissen, dass es schön ist und das haben wir auf beiden Seiten gemacht. Es glänzt jetzt richtig, Wahnsinn. Jetzt machen wir die Riffelbleche drauf und schrauben sie hoffentlich sehr gut fest. Das machen wir jetzt. Bei diesen Kotflügelblechen war noch so ein 10er-Pack, waren auf jeden Fall schwarze Schrauben dabei mit Mutter- und Unterlegplättchen und die müssen wir jetzt versuchen da durchzumachen. Ja, das ist schon Kika-Kacke. Hör mal, ich weiß gar nicht, was du hast. Sieht doch alle drin. Ich muss mich konzentrieren. So sieht das aus. Ja, sonst raste ich wieder aus. Deswegen? Ja, weil der Kacke ist. Weil so viel Platz ist. Ja. Langsam. Nee, stopp. Nicht die Mutter, oder? Und? Macht das Spaß? Ja, wenn es klappt, macht's Spaß. Jetzt ist er ja zum Glück drauf. Also die eine Seite haben wir schon befestigt, die andere Seite sind wir gerade dabei. Es ist sehr schwierig, die Schrauben da reinzumachen und von der anderen Seite die Unterlegscheibe und die Mutter drauf zu machen, weil im Motorraum relativ wenig Platz ist. Ja, aber schön ausgedrückt.
Ja. Relativ wenig oder auch gar keine. Wenig bis gar keine, genau. So, beide Platten sind drauf. Rechts, links alles verschraubt, auch den Snowcover haben wir wieder drauf gemacht. Das war's fürs Video heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao.